Hallo, ich bin Michaela, die Obfrau vom Tierschutzverein Rankwein. Hallo, ich bin Julia, ich bin die stellvertretende Obfrau vom Tierschutzverein Rankwein. Unser Verein gibt es eigentlich schon seit 1964. Übernommen haben wir den 2014. Und seitdem haben wir ein paar Änderungen vorgenommen, weil wir uns als Projekt gesetzt haben, gerade Listenhunde zu helfen, die eigentlich gar kein Lobby haben und im Vorarlberg auch sehr schwer zum Vermitteln gehen. Wir haben unser Großteil von unserem Tierschutz sind natürlich auch das Katzenthema. Das heißt, wir haben sehr viele Katzen in Vorarlberg. Wir sind oft Erste-Hilfe-Leistung dürfen wir tätigen. Das heißt, wenn das Notfalltelefon klingelt, das kann auch oft am Wochenende in der Nacht sein, dass wir vor Ort dann die Katzen holen gehen. Wir versorgen die Katzen und dass wir dann ein tolles Zuhause für die Katzen suchen. Wie finanzieren wir unseren Verein? Durch das, dass wir sehr viele große Projekte haben, viele Hunde holen, die Operation nötig haben, weil sie angefahren worden sind, weil sie älter sind, wo uns natürlich dementsprechend auch teuer kommen, sind wir angewiesen auf Spenden. Das ist, weil wenn wir das Tier vermitteln, bekommen wir die Schutzgebühr, zahlt uns das eigentlich, sage ich jetzt mal, keiner mehr. Das heißt, unser Verein kann eigentlich nur von ehrenamtlichen Spenden leben. Anders können wir uns nicht finanzieren. Unter anderem haben wir dann auch ein Projekt in Weißrussland, wo wir Hunde, schwer misshandelte Hunde holen, wo wir wirklich Trauma- und Angsthunde übernommen haben. Und die versuchen wir da in Pflegestellen unterzubringen. Wir haben einige sehr gute Pflegestellen für Angsthunde. Das sind eigentlich die Projekte, die wir gerne weitermachen würden, schwer vermittelbare Tiere zu vermitteln.